Endlich angekommen. Das war ein Rund. Wir sind über eine Stunde jetzt rausgefahren, ungefähr 30 Kilometer vom Camp. Einfach raus aufs offene Meer zu den ersten Plateaus, die es quasi gibt. Also vor uns ist nur tiefes Wasser und wir sind jetzt auf dem ersten Plateau quasi in erster Reihe vor der Küste. Und wir wollen heute mal schauen, ob es denn stimmt, dass man draußen vor allem die größeren Fische fängt, weil meine Erfahrung beruht sich normalerweise nur auf die Fjordangelei. Wir haben hier und da mal einen großen Fisch gefangen, aber es sind doch in der Regel eher die mittleren Größen. Und heute wollen wir Big Fish. Ganz oder gar nicht, oder? Ja. Ich muss sagen, es schaukelt ein bisschen. Mal gucken, ob ich seekrank heute werde. Aber wir lassen mal die Köder runter. Wir sind heute mit den ganzen Jungs rausgefahren, schön in Kolonne. Und erwarten einen spektakulären Tag heute hier. Komm, das. Big Fish. Ich habe heute mal alles ein bisschen gröber gewählt. Uns wurde gesagt, hier gibt es wirklich dicke Fische. Und das sieht alles ein bisschen gröber aus als die letzten Tage. Ich hoffe mal, das funktioniert jetzt. Fische sind auf jeden Fall auf dem Echolot. Ja. Ich würde sagen, Fische ist drin. Wir fangen an. Alter Falter, schaukelt das heute hier. Fischer. Ja. Ich überlege mir noch, ob ich meinen raushole. Jeder Wurf ist Fisch dran. Boah, schönes Ding. Ich muss ehrlich sagen, im Fjord hat eine solche Dorsche gar nicht bekommen. Nee, gar nicht. Und auf dem Boot nebenan, die haben auch einen richtig dicken. Boah. Männer, unten rein. Der Spaß beginnt. Wenn ich das Echolot schon sehe, habe ich gar keinen Bock mehr auszuwerfen. Das sieht nach Arbeit aus. Boah, dieses Geschaukel. Das ist auch nicht meins. Wären wir doch lieber nach Holland gefahren. Ich würde mal sagen, der ist ordentlich. Schönes Ding. Der nächste. Das ist unfassbar. Ich habe es noch nie erlebt. Geil. Ich auch nicht. Ich habe hier eben was Dickes dran. Ne? Der hat so gekämpft? Der hat so gekämpft? Das ist doch jetzt ein Scherz, oder? Hä? Sagen. Okay. Was denn? Alter. Hast du was Dickes? Ja. Oh, das könnte. Alter. Ehrlich? Ja. Sprich nicht auf. Ich muss sagen, von den. Oh, ja. Alter, was ist das? Also, ich pumpe die Fische eigentlich mal schnell hoch, aber der will gar nicht hoch. Jetzt, Alter, was ist mit dem? Guck mal. Okay, das wird auch mal dickes sein. Da kommt der. Alter, guck mal, Pollack. Was für einer. Ich enthake meinen hier im Wasser. Ja, da muss mir auf jeden Fall ein Foto machen. Alter, das hat ein Vieh. Oh,
Oh, ist das schwer. Oh, ist das ein geiles Ding. Mega. Schön. So. Ich glaube, jetzt ist es mal Zeit, diese Route hier einzuweihen. Savischki hat mir auch noch hier so ein paar Köder dazu gepackt. Zum Heilbuttangeln. Da sind richtig, richtig krasse Teile. Guck mal, David, was sagst du? Oh, die sehen gut aus. Welche Farbe soll ich mal ausprobieren? Ich würde den ganz oben nehmen. Den hier? Ja. Makrele? Na komm. Also wenn jetzt wirklich einer nur hier hinten nur mal in die Richtung guckt, der wird schon hängen bleiben, oder? mit dem Stinger hier. Krass. So. Dann schauen wir mal, was sich diesen riesen Köder geschnappt hat. Fabrik läuft! So, das ist ein geiler Dorsch. Ich denke mal, das ist jetzt unser Abschluss. Ja. Der David, der sitzt da wieder in der Ecke, hat sich gerade übergeben. Das ist nicht ganz unsere Angelei, muss man sagen. Boah. Wir haben erst 1 Uhr, aber wir haben so viele Fische heute schon gefangen. Und da müssen wir sagen, fahren wir rein, machen noch einen entspannten Tag. Aber unglaubliches Angeln hier, Wahnsinn. Es macht Laune, aber die Wellen sind einfach zu viel. Boah. Das Angeln war wirklich krank. Es war genauso, wie wir uns das vorgestellt hatten. Fisch auf Fisch in richtig guten Größen. Aber leider wurde David und mir immer schlechter. Denn diese langgezogenen Wellen machten uns echt zu schaffen. David und ich mussten uns ein paar Mal übergeben und es wurde richtig still an Bord. Also, abbrechen war angesagt. Wir fuhren wieder zurück, ruhten uns mal schön aus, sind mal ein bisschen früher ins Bett gegangen. Und am zweiten Tag wollten wir dann fit nochmal angreifen. Das Fidania, dicke Fische. Bring mir den Halibut. Also David, was machen wir heute? Was soll denn die Mission? Ja, die Mission war ja, jeder wollte einen Meterdorsch haben. Ja. Das wollen wir heute versuchen. Und wir haben gesagt, natürlich der Heilbutt. Ja. Wir haben jetzt ablaufendes Wasser und ja, es sollte eigentlich ganz gut sein. Die Fische sollten aktiv sein. Gestern hat es auch super geklappt. Da waren wir ein bisschen woanders. Wir haben uns als Köder Gummifische ausgesucht, um die 20 cm. Jetzt habe ich hier den Fat Lulien 18 cm mit einem Schraubkopf vorne dran mit 80 Gramm. Und die sind noch nicht auf dem Markt, das sind jetzt Prototypen, die werden aber wahrscheinlich diesen Sommer noch rauskommen. Dann haben wir hier einfach einen Haken an einem Wirbel. Perfekter Köderfisch. Ja, wirklich, für Halbut auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und der hat jetzt gebissen bei dir. Ja, Fat Louis fängt alles. Okay. Rute, Rolle erkläre ich heute nochmal, ohne dabei zu kotzen. Rute und Rolle habe ich mir eine neue Kombo geholt, extra jetzt für diesen Urlaub, weil wir sind jetzt in einem Revier, wo auch vermehrt Halbutt vorkommen kann. Und da braucht man natürlich eine Rute, die richtig Power hat. Ja? Und ich wollte auch eine Rute haben, mit der ich auch diese Savage Gear Köder, diese schweren Dinger, die wiegen dann 300 Gramm, womit ich die dann aktiv führen kann. Und da fehlt mir in meinem Routensortiment die richtige Route noch. Deswegen habe ich hier auf dieses Modell zurückgegriffen. Ja, ich gestern schon gefischt, hat mir sehr gut gefallen. Von Savage Gear die SGS2, 1,80 Meter lang, 100 bis 250 Gramm, aber extrem leicht. Und als Rolle habe ich hier eine Pan-Slammer 4, 5500 und eine dicke geflochtene Schnur mit 28 Kilo. Und damit kann ich schön Druck machen. Alles ist auf Big Fish ausgelegt. Sprengringe, fette Wirbel, fetter Einzelhaken. Und ja, falls der Traum erfüllt wird vom Halbutt, wird es schon mal nicht am Gerät scheitern. Ja, also ich fische auf jeden Fall mit einer Baitcaster. Für mich ist das immer angenehmer, das Ganze halten. Ich habe nachher nicht so Handgelenkschmerzen davon. Die Angel ist auch eine kurze, der 2,30 Meter. Ich habe nachher gemerkt, dass zu lange Angeln einfach zu schwer wird am Tag, wenn man so viele Fische fängt. Und deswegen habe ich mich auch für ein kurzes Modell entschieden. Yeah,
let's go. We just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Gosh. Not what you used to. Das ist eigentlich noch ein kleiner. Gestern hatte einer von uns einen Dorsch von 1,16 Meter. Meter zwölf. Ja. Und dann noch ein paar knapp an Meter. Oh, das ist der nächste Fisch. Man muss sagen, mit dieser Route, da kann man auf jeden Fall Druck machen. Das ist Sport. Adrenaline pumping through my veins, can't relax. Original, I am not the same as these cats. I sting them if they never ever mind in they beeswax. I don't ever cap, but I'm wearing like three hats. Never been a rat, but I know where. You better believe that. When it's all said and done, I still be here standing. Never took a loss and it ain't something that I'm planning. I dare you to say something. My focus is A1. Every dog has his day. It's been mine since day one. This is real grinding. I'm still climbing. While you still trying, I'm still shining. It's real blinding. And I'm getting hotter too. Talking top two, I'm not a two. You let the pressure bother you when I do what I gotta do. Let's go home. Okay. Der ist jetzt mal im Mittelwasser eingestiegen und er fühlt sich ein bisschen besser an. Gucken, was da jetzt hochkommt. Ich würde sagen Seelachs. Und da ist auch so geil bei dem klaren Wasser. Man sieht die schon auf eine Tiefe von bestimmt 7 Meter. Okay, auf jeden Fall Pollack oder Seelachs. Boah, ein schöner. Boah. Boah, dickes Ding. Boah, ist das geil. Hast du auch einen? Ja. Yep. Hier ist mein Fisch. Und Luis muss jetzt arbeiten. Kleiner. Geil. Dorsch. Kleiner Dorsch. In der Ostsee wird man sich darüber freuen, über die Größe. Sehr schön. Geil. Petri. Petri, Dank. Diese Folge wird unterstützt von Holzkern. Die stellen Uhren, Sonnenbrillen und Schmuck her. Checkt mal die Seite ab. Packe ich euch in die Videobeschreibung und benutzt den Code BIG15, falls euch was gefällt und ihr ein bisschen sparen wollt. 20 Meter. Ja. Dann fahr doch mal, guck mal hier die Spitze genau, die hier ist. Die Spitze hier. Und da haben wir angefangen. Also ich glaube, das war nur... Aber guck mal, so eine Spitze ist doch geil. Weißt du, was ich meine? Oder das hier. 22 Meter. Ja, das. Jetzt geht's abwärts. Das sieht gut aus. Das Plateau sieht Bombe aus. Ich sag mal, das ist Teamwork, ne? Einer sucht die Fische, fährt das Boot und der andere baut in der Zeit die ganzen Köder zusammen. Keine Zeit verschwemmt, wir sind nur 7 Tage hier. Der zweite ist schon in der Mache. Akkordarbeit hier. We go for these dreams in silence. Hard work, don't mistake it for magic. We been shooting in the gym. This is target and practice, yeah. And I'm just getting started, getting feet wet. It's all in repetition, ain't a secret. All facts, all black dress code. Pay me my respect, collecting every debt. Oh, the hardest. I bring the pain. Der Hochkamera. Boah, das fühlt sich aber besser an, ne? Ne. Pollack! Was für ein Tier wieder, ey. Hammer. Richtig geil. Das ist unfassbar, ne? Go hard! Okay. Nächster Fisch. Boah, jetzt ist alles voll im Freiwasser. Jetzt geht's Schlag auf Schlag. Das Echolot ist voll. Wir können so viele fangen, wie wir wollen, wirklich.
Für Seelachse, wenn man wirklich gezielt auf Seelachs fischen will, ist Geschwindigkeit nicht verkehrt. Das kann ich euch gerne mal demonstrieren. Und auch nicht mal bis zum Boden, ne? Die nee. Sind wirklich im Freiwasser. Die Sicheln, die stehen hier auf 20 Meter. Das ist hier 34 Meter tief. Ich werf aus, lasse noch nicht mal komplett absacken. Aber die schießen auch richtig hoch. Teilweise sehen wir, wenn wir den Köder runterlassen, die schießen schon 10 Meter dem Köder entgegen. Starten dann durch. Und jetzt relativ zügig einkurbeln. So. Ah, ich hab einen Biss. Ich auch. Na? Nimmst du noch mal? Ja! Beinahe. Also. Ja, wieder bei ab. Mir auch. Wieder ab. Bei mir hängt er. Wir sind mitten im Schwarm. Meiner hängt. Alles crazy, ne? Wie weit oben die stehen. Ja. Verfolgen auch richtig krass den Köder. Können richtig Gas geben, die Fische. So, Spotwechsel. Wir sind jetzt 10, 15 Minuten nochmal gefahren. Wir sind an die Stelle gefahren, wo wir gestern waren, wo wir so krank geworden sind. Aber hier hatten wir gestern richtig dicke Dorsche. Ich hatte 2,97er. Ich habe die magische Marke von 100 cm noch nicht geknackt. Du auch noch nicht. Nee. Und wir haben uns gesagt, das wollen wir heute machen. Wir wollen das jetzt einmal abhaken. Und deswegen sind wir hier wieder zurückgefahren, probieren das jetzt aus. Werden nicht wie gestern die ganze Wassersäule beackern, sondern uns eher am Boden konzentrieren mit größeren Ködern, langsam gekurbelt. Wir ziehen uns mit dem Bugmotor. Heute haben wir keine starke Drift, deswegen können wir heute wirklich vorsichtig und gezielt auf den dicken Dorsch gehen. Ohne Kotzen. Ohne Kotzen. Und hoffentlich mit einer 1 und einer 0 mindestens vorne dran. Und einer hat hier gestern Heilwut verloren. Also die Möglichkeit besteht auch noch. Wobei die Tide jetzt aktuell nicht so gut ist. Ne? Also wir haben jetzt stehendes Wasser. Da haben wir gehört, soll nicht so gut sein, aber es ist besser ein bisschen fließend. Aber wir gucken mal. Wir probieren es aus. Was sollen wir sonst machen? Ja. Los. Auf den Meter durch, komm. Yeah. Ja? Ja, das fühlt sich gleich besser an. Oh, Alter. Was denn? Das, guck mal. Da, ey, könnte Heilwut sein. Ehrlich? Ja, guck mal, jetzt nimmt eine Schnur. Seit dem Biss. Boah, bitte. Ey, da, also ich glaube, die ganzen Tage, glaube ich, nicht ein Fisch. Guck mal. Da könnte Heilwut sein. Junge, bitte. Ey, das hat nicht einer so gezogen, die ganzen Tage nicht. Bitte, David. Hast du langsam gekurbelt oder? Langsam hochgeholt, aber ich hätte dann immer so zupf, zupf weitergekurbelt. Sehe noch nicht. Ich habe auch was drauf. Nee. Junge, Seelachs, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Der hat sich so gut angefühlt. Ich habe einen Dorsch. Ha? Ich habe einen Dorsch. Luis hat es besser gemacht als ich. Wir wollten Dorsch. Alter! Das ist wieder eine Klamotte. Junge! Ist das ein Vieh. Aber das ist leider noch kein Meter. Wir hatten gestern auch dieses Kaliber. Und größer. Ah. Boah! Geil! Erste Drift am neuen Plateau. Erstmal runtergelassen. Wahnsinn. Junge, sind das Viecher, ne?
Wir haben gesagt, wir wollten einen Dickdorsch fangen. Ich würde mal sagen... Der hat 90, definitiv, oder? Wir können ja hinten einmal ganz kurz anhalten. Das ist ja hinten eine Scale. Okay, 93. 93er Dorsch. Sehr geil. Cool. Fehlen noch 7 cm. Die holen wir jetzt gleich. Auch Fisch. Auch Fisch? Ja. Jetzt geht's wieder los. So. Oh. Oh. Ich schmeiß meinen wieder rein, ne? Boah. Ja. Das macht Laune. Das macht Laune. Das ist kein schwerer Fisch, aber Power. Oh ja, Echolot ist jetzt richtig voll. Oh ja, aber ich glaube, das ist ein Seelachse. Puh, herrlich bei der Sonne, das Wetter. Oh, der ist dick. Guck dir den Pollock mal an. Junge! Oh, ist das ein Vieh? Alter Verwalter. Das ist ein Pollack. Oh. Von dem musst du ein Foto machen. Alter Verwalter. Oh. Guckt euch das mal an. Ey. Das ist ein dicke. Ne, der dritte dicke Pollack jetzt schon für mich. Boah, was ein Vieh. Das ist ein Pollack, Junge. Geil. Boah, ist das schwer. Ey, please do not text to me. I'm trying to get it. Working to become the best of me. I'm doing my job, adding to scripting and keeping the recipes. I cannot stop, I gotta get it till legends are next to me. Till legends are next to me. Ey, please do not text to me. Der hat ordentlich Schnur genommen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, so ein Heilbutt, wenn der einfach so eine Flucht macht vorne, ich weiß nicht, 100 Metern, einfach nur Schnur zieht. Mhm. Okay, der fühlt sich aber schwer an. Ich will aber nichts sagen, weil das habe ich euch schon so oft gesagt. Ganz schön Fischer. Auf den Fehlalarm. Ja. Einen halben Fehlalarm gehabt, Leute. Aber das wird auf jeden Fall ein guter Fisch sein. Der zieht sich nicht so mal eben hoch. Der hat auf jeden Fall mehr Gewicht. Okay. Wenn wir Glück haben, ist das unser Meterdorsch. Oder wieder ein Pollack. Ey, Heilbutt! Kescher, 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 Kescher! Mein Heilbutt! Das ist ein Heilbutt! Ich komme! Los, schnell! Das ist ein Heilbutt! Alter! Glückwunsch, Maschine! Erste Mal Norwegen, ich habe einen Heilbutt gefangen! Ist das geil! Ja, boah, da hat sich die Fahrt gelohnt! Junge! Ey, ist das geil! Mein allererster Heilbutt! Crazy. Hey, das ist unfassbar, weil das eigentlich noch ein kleiner Heilbutt ist, aber man freut sich so, weil das der allererste ist. Okay. Der ist klein, aber... Junge, ich will gar nicht aufhören, was ist mit dem? Ja, ja, du gehst gleich wieder schwimmen, Kollege. Ist alles gut. Geil. Mein allererster. Boah, geil. Richtig geil. Hatte ich ihm noch vorher gesagt, wie ist das, wenn man so einen Heilbutt fängt? Und dann hatte ich ihn auf dem Biss. Ja. Geil. Gut. Der Kleine, der geht jetzt wieder schwimmen. Sehr geil. Ey. Ehrlich? Ja, ohne Witz. Ich weiß es nicht. Also, das war ganz komisch. Also, der Biss war nur so ein Nuckel, Nuckel, Nuckel. Und dann ging es schon nach unten. Sieht er immer noch? Ja, jetzt wieder, ja. Oh. Ich will nichts mehr sagen, aber der Biss war ganz komisch. Boah, ein dicker Pollack. Junge. Wieder so ein Vieh. Boah, ist der fett. Junge, was für ein Monster. Alter, Alter. Boah.
der schwer. Alter, das ist ein Karpf. Guck mal, wie fett der ist, der Bauch. Der ist noch größer als der erste. Der ist fetter, glaube ich. Der ist, glaube ich, noch nicht mal länger. Doch, der ist länger. Oh. Der hat über 90. Der hat über 90, hundertprozentig. Oh Gott. Boah, ist der schwer. Ist der geil. Boah, ist das ein Vieh. Ich kann langsam nicht mehr halten. Der letzte große von mir heute hatte 88 und der hat 96. Nein, krass. Ja, ja gut, 95,5. Mega. Ist das ein Vieh. Jungs, das macht so Laune. Unfassbar. Wenn er nie in Norwegen war, er muss unbedingt hier hinkommen. So, wir sind endlich wieder im Hafen angekommen. Ordentlich verbrannt. Verbrannt nicht nur das Gesicht, sondern auch einige Liter Sprit. Also der Tank ist jetzt komplett leer. Das hat genau gerade so gepasst. Ja, der Tag, er war spektakulär. Wir wollten gerne einen Metadorsch, wir wollten gerne einen Halbutt. Du konntest den Haken hinter den Halbutt setzen. Ja, aber ein kleiner, aber es war einer. Es war einer und davon träume ich jetzt auf jeden Fall heute Nacht. Ich würde sagen, es bleiben uns noch ein paar Tage. Bleibt dran. Fazit, das weite Rausfahren, lohnt sich das? Oder sollte man im Fjord angeln? Also rausfahren auf jeden Fall, nicht im Fjord. Aber dann halt wie weit ist halt immer die Frage, finde ich. Ne? Ja. Ja, das stimmt. Aber wir haben schon gemerkt, die Fische von der Größe sind ein Tick größer draußen. Ja, und das hat schon Laune gemacht. Ja. Also es war schon spektakuläres Angeln, teilweise wirklich Fisch auf Fisch. Und ja. Wir machen jetzt Schicht. Feierabend. Feierabend. So ein bisschen filetieren. Boote wieder betanken. Das ist jetzt mein Job. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Peace.